Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich mir gestern Gedanken darüber machte, wie ich Ihnen den Redner des heutigen Abends vorstellen sollte, stand ich erneut vor demselben Problem wie bei Maurice Godelier oder Vincent Rapanzano. Frobenius kennen wir nun schon so ziemlich, so lautet der Titel eines Aufsatzes, den Mark Münzel 1999 in Paidama veröffentlicht hat. Und dasselbe können wir inzwischen auch über den Autor des Artikels sagen. Nach den zahlreichen Laudationes, die man in seiner Festschrift nachlesen kann, Münzels Ethnologie der Unordnung, ist mir noch lebhaft in Erinnerung geblieben. Und der letzten großen Laudatio, die wir, das heißt ein nicht geringer Teil der Anwesenden, vor einem knappen Vierteljahr anlässlich seiner Abschiedsvorlesung an der Universität Marburg hören konnten. Nun kann ich diesen Lobreden noch irgendetwas Sinnvolles hinzufügen. Wie sagt man im modernen Deutsch, kann man sie überhaupt noch toppen? Nun vielleicht doch. Ich denke jedenfalls, nur wenige Ethnologen haben die deutschsprachige Völkerkunde meines Erachtens in den vergangenen 30, 40 Jahren so entscheidend mitgeprägt wie Mark Münzel. Seine akademische Laufbahn hat ihn von Frankfurt, wo er 1970 promoviert wurde, über ausgedehnte Feldforschungen in Brasilien, Paraguay, Peru und Ecuador, zunächst wieder zurück nach Frankfurt in das damalige Völkerkundemuseum geführt und von dort nach Marburg auf den dortigen Lehrstuhl für Völkerkunde. 1989 war das der Fall. Als einziger Professor mit einem enormen Arbeitspensum belastet, hat er seither mit seinen zahlreichen großen und kleineren Veröffentlichungen die aktuellen Diskussionen unseres Faches kontinuierlich bereichert und daneben gewissermaßen nebenbei noch an die 150 Absolventen als Magister- und Doktorvater betreut. Ich muss gestehen, dass ich, als wir uns letztes Jahr gemeinsam den Titel für diese Ringvorlesung ausdachten, auch Mark Münzel im Sinn hatte. Denn mit seinem Rückzug in den Ruhestand neigt sich auch für die deutschsprachige Völkerkunde eine aufregende und auch sehr fruchtbare Etappe ihrem Ende zu, eine Etappe, die durch revolutionäre Brüche in den 70er Jahren, in den frühen 70er Jahren, dann den enormen Anstieg der Studentenzahlen, nicht zuletzt auch im Gefolge von Hans-Peter Dürrs Traumzeit und anderen romantischen Büchern aus dieser Zeit, und schließlich die Konsolidierung seit Mitte der 90er Jahre gekennzeichnet war, die dann seit knapp 10 Jahren zu einer Rückbesinnung auf ältere Traditionen geführt hat. An der Einleitung all dieser Phasen war Mark Münzel nicht nur aktiv beteiligt, sondern wie der Igel im Märchen auch den hinter ihm her hechelnden Hasen immer einen Schritt voraus. Nun, ich habe mich sehr gefreut, als er meine Einladung spontan akzeptierte, und als hätte er meine Gedanken lesen können, hat er den Titel seines Vortrags dann auch dementsprechend gewählt. Doch bin ich sicher, dass er uns heute Abend zum Ende unserer Vortragsreihe, so wie er das schon immer getan hat, auch den Weg zu einem neuen Anfang zeigen wird. Ja, vielen Dank. Hören Sie mich gut? Vielen Dank, Karl-Heinz Kohl, für die freundliche Einführung und für die Ehre der Teilnahme an der Jensen-Gedächtnisvorlesungsreihe. Vergangene 30, 40 Jahre, revolutionäre Brüche. Wo ist die heitere Jugend, deren helles Lachen
die dichten Buschwälder widerhallen ließ. Sicher haben viele unter Ihnen bemerkt, dass sich in dem Prospekt des Programmes dieser Vortragsreihe ein Druckfehler eingeschlichen hat. Leider wurde versehentlich hinter den Titel der Reihe ein Fragezeichen gesetzt. Dabei ist doch Ethnologie ohne das Ende nur halb so schön. Die Denkfigur meines Vortrages ist folgende. Erstens, dass die Ethnologie vom Ende spricht, das verleiht ihr eine literarische Qualität, die andere Fächer vor lauter Optimismus verloren haben. Und das kommt zweitens aus der Nähe der Ethnologie zur Literatur, aus der auch die Metapher vom Ende immer wieder aufgefrischt wurde. Diese Nähe ist die große Qualität der Ethnologie. Meine nun folgenden Hinweise auf die Nähe zur Literatur mögen streckenweise etwas ironisch klingen, sind aber letztlich nicht so gemeint. Dass die Texte, die ich zitieren werde, manchmal ans Lächerliche grenzen oder, je nach Geschmack, die Grenze mutig überschreiten, das kommt uns so vor, weil wir in den letzten so etwa 30 Jahren eines fast am Verlieren sind. Den Sinn für Texte, die nicht einfach Daten liefern sollen, sondern einen literarischen Anspruch haben. Anders gesagt, ich beklage das Ende des kunstvollen Beklagens des Endes in der Ethnologie. Der Verlust an Literatur betrifft nicht nur die Ethnologie, oder andersherum gesagt, nicht nur in der Ethnologie gab es früher einen Sinn für die Relevanz des literarischen Stiles, auch für die Wissenschaft. In den Akten der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin aus dem Jahre 1837, ein Zufallsfund, genauso gut könnte ich andere Fundstellen nennen, in den Akten von 1837 wird über die Vergabe von Preisen eines Aufsatzwettbewerbes der philosophisch-historischen Klasse über das Museion im antiken Alexandria berichtet. Interessant sind die Beurteilungskriterien. Neben Genauigkeit und neuen Erkenntnissen, das verstehen wir noch, wird guter Stil verlangt. Ein Aufsatz wird abgelehnt, weil seine genaueste Textkritik, ich zitiere, eine gewisse Trockenheit über die Darstellung verbreitet, wofür den Leser, der geistvolle Kombinationen erwartet, die Gelungenheit einzelner Partien nicht schadlos halten kann. Ein anderer Aufsatz, zwar hochgelobt wegen seines Bienenfleißes, wird ebenfalls abgelehnt, denn, Zitat, seine Darstellung ist, besonders wegen der zahlreichen Anmerkungen, auf die sich der Leser überall verwiesen sieht, schwerfällig und seine Schreibweise weitschweifig und ohne beredten Ausdruck. Interessant sind auch die Titel der in der Akademie gewürdigten Aufsätze. Keine trockenen Ein Beitrag zum, sondern nachdenkliche Zitate aus der Belletristik. Und auch die Kenntnis des Englischen wird nicht anhand von Titeln aus der Gruselkiste der Seminare zur Global Agency nachgewiesen, sondern durch ein Shakespeare-Zitat. Der Siegeraufsatz des Wettbewerbs zum Museum im antiken Alexandria hieß nämlich »The best in this kind are but shadows«. Und in der naturwissenschaftlich-mathematischen Klasse, die einen Aufsatzwettbewerb, Zitat, »über die Anatomie des Bandwurms, des Nemertes, Gordius und anderer wenig untersuchter Würmer und ihre Stellung im Systeme« ausgeschrieben hatte, wurde ein Beitrag mit einem Titel eingereicht, der ein Theaterstück von Calderon zitiert, »Das Leben ein Traum«. Und hätte den Wettbewerb auch gewonnen, hätte er nur neben dem Bandwurm noch dessen Stellung im System der Würmer behandelt. Und diese Akademie war kein Dichterzirkel, sondern eine internationale Versammlung strenger Gelehrter, darunter Antoine César Becquerel, John Dalton, der Erforscher der Farbenblindheit, Michael Faraday, der Erforscher jenes Käfigs, Justus Liebig, der Chemiker, Carl Friedrich Gauss,
der Mathematiker und traurige Held eines Romans, Alexander von Humboldt, sein Co-Held im selben Roman, Leopold von Ranke, Historiker, Friedrich Karl von Savigny, Rechtsgelehrter, Franz Popp, der Sanskritforscher, Joseph-Marie de Girandot, ein Philosoph und Vorläufer der ethnologischen Methodendiskussion und so weiter. All diese seriösen Forscher sahen kein Problem darin, dass ein Aufsatz über Bandwürmer mit dem Titel eines Theaterstückes von Calderon betitelt wurde, ein Aufsatz über antike Gelehrsamkeit mit einem Shakespeare-Zitat und dass wissenschaftliche Trockenheit und zu viele Fußnoten gegen einen Aufsatz sprachen, der stattdessen lieber geistvolle Kombinationen bringen sollte. Noch 25 Jahre später, 1902, ging der damals überhaupt erst zweite Literaturnobelpreis und der erste, der nach Deutschland ging, an einen Historiker, Theodor Mommsen, für die literarische Qualität seiner Geschichte Roms. Dass es in der strikt wissenschaftlichen Literatur auch auf literarische Qualität ankam, die wiederum als ein Teil der wissenschaftlichen Qualifikation beachtet wurde, war damals noch ganz selbstverständlich. Weitere 45 Jahre später jedoch, Ende der 40er Jahre, war das nicht mehr selbstverständlich. Damals ging es um die Frage, ob Winston Churchill den Literaturnobelpreis bekommen sollte. Eine starke Gruppierung in der schwedischen Akademie wandte ein, Churchill gehöre in die Kategorie Historiker oder Politiker. Damit könne er nicht den Literaturnobelpreis bekommen. Am Ende setzte sich dieses eine Mal noch die Ansicht durch, zumindest die vierbändige Biografie, die Churchill über einen Vorfahren aus dem 17. Jahrhundert geschrieben hatte, sei ein historisches und könne doch gleichzeitig auch ein wertvolles literarisches Werk sein und umgekehrt. Und Churchill bekam 1953 den Literaturnobelpreis. Aber das war das letzte Mal, dass das Nobelpreiskomitee die Grenze zwischen Wissenschaft, Journalismus und Literatur verwischte. In der Ethnologie wurde diese bornierte Grenze noch eine Weile länger nicht so ernst genommen. Weiterhin gab es Ethnologen, die sich um einen guten Stil bemühten, aber das isolierte sie in der Wissenschaft zusehends. An der Marburger Universität promovierte 1954 ein Doktorand in Ethnologie mit einer Arbeit, deren Stil einerseits auf literarischen Wert zielt, andererseits eher philosophisch etwas an die Sprache Adornos erinnert. Ein Gutachter, kein Ethnologe, wandte ein, das Deutsch sei merkwürdig, was vielleicht daher rühre, dass der Kandidat aus dem polnisch-russischen Grenzsprachraum komme. Der Dekan befragte den Kandidaten dazu, der energisch auf die geografische Lage Königsbergs mitten im bis 1954 deutschen Sprachraum hinwies. Das Interessante an dieser Episode ist, dass der ethnologische Doktorand den professoralen, wenn auch nicht ethnologischen Gutachtern nicht nur in Kenntnis ostdeutscher Geografie überlegen war, sondern ganz offenbar auch sprachlich. Vielleicht eben deshalb, weil er aus Ostpreußen, also aus der konservativen Provinz kam. Er pflegte Fremdwörter, die er richtig einsetzte, und er pflegte eine gehobene Sprache. Seine Professoren hingegen, zumindest der eine nicht-ethnologische Gutachter und der Dekan, verstanden offenbar nicht mehr, dass ein wissenschaftlicher Text mehr sein kann als eine trockene Datensammlung in Schlichtdeutsch. In meinem Vortrag geht es also um die lange Zeit der Ethnologie eigene Besonderheit, dass sie der Literatur nahesteht. Die meisten Vorträge in dieser Vortragsreihe mochten, nach dem Titel und dem Heft zu schließen, die Ethnologie nicht begraben, sondern im Gegenteil zeigen, was sie Gutes hat, das noch weiterhin gebraucht wird. Genau das möchte auch ich. Ich will die Rede vom Ende nicht begraben, sondern als einen durchaus zukunftsweisenden Teil der Ethnologie, der ethnologischen Tradition hervorheben. Denn die Rede vom Ende ist ein Ausdruck der großen Tradition der Ethnologie, Literatur zu sein. Die Nähe der Ethnologie zur Literatur wurde in den 80er Jahren bekanntlich in der Writing Culture Debatte thematisiert und vorher schon in den 70er Jahren durch Clifford Geertz. Freilich hat Geertz, der selber gut schreiben konnte, das gute Schreiben weniger als Tugend verstanden, denn eher als Sünde, die er nachwies. Markus und Fischer und die anderen Campen der Writing-Culture-Debatte hingegen haben durchaus das Positive der ethnologischen Tradition des literarischen Schreibens betont. Aber es ist, wie in jenen indigenen Kulturen, die sich ihrer Tradition just dann bewusst werden, wenn sie sie über Bord werfen. Aber
die große ethnologische Tradition, die große literarische Tradition der Ethnologie ist nicht ganz verschüttet. Erinnern wir uns an die Rede vom Ende. Wo aber sind sie, die stattlichen Selknam, die ehedem vor Lebensfreude im hastigen Schritt die weiten Räume der großen Insel durchquerten? Wo die stilleren Yamana und Halakulub, deren leichte Rinderkanus nahezu schwebend die vielen Meeresarme belebten? Wo sind sie alle, die starken, gewandten Männer voll unerschrockenem Draufgängertum, und wo die schweigsamen Frauen mit ihrer mutigen Entschlossenheit für den Daseinskampf? Wo sind die schlanken Gazellengestalten der Mädchen, die am Strande emsig Muscheln sammelten? Wo die leicht beweglichen Burschen, die mit vornehmer Geschwindigkeit im Ringkampf und Bogenschießen sich so gern hervortaten? Wo ist die heitere Jugend, deren helles Lachen die dichten Buschwälder widerhallen ließ? Wo ist das Volk, das, angepasst an diesen kargen Erdenfleck, die einförmige Landschaft belebt hielt? Alles ist dahin. Alle sind sie vernichtet von der nimmersatten Habgier der weißen Rasse und den todbringenden Wirkungen ihres Einflusses. Das Indianertum auf Feuerland ist unwiederbringlich vorüber. Allein die ewig unruhigen Wellen am Kap Horn rauschen den toten Indianern einen verklingenden Grabgesang. Dieses Zitat von Martin Gusinde über die Feuerländer 1946 handelt nicht direkt vom Ende der Ethnologie, indirekt aber sehr wohl, denn es beschreibt das Ende des Gegenstandes der Ethnologie. Die ethnologische Trauer um das Verlorene, so sehr bewunderte und doch unwiederbringlich Verlorene, diese Trauer ist oft auch die Trauer um das eigene bevorstehende Ende. Deshalb geht es mir hier im Unterschied zur Writing-Culture-Debatte weniger um die Frage der Repräsentation, die ja von einer strikten Grenze zwischen Forschern und Erforschten ausgeht und nur deshalb zum Problem machen kann, dass Forscher für Erforschte sprechen, sondern mir geht es hier um die Identifikation des Ethnologen oder Dichters mit dem Ende seines Gegenstandes. Gerade an der Verankerung in literarischer Tradition liegt es, dass manche der Äußerungen der Ethnologie uns stilistisch merkwürdig vorkommen. Das Gusinde-Zitat eben zeigt den Überschwang der Zeit nahe der vorletzten Jahrhundertwende, denn es wurde zwar erst 1946 publiziert, der damals schon 60-jährige Autor wurzelte aber in einer älteren Stilistik. Texte hingegen, die gar keinen Stil pflegen, veralten stilistisch nicht so rasch. Sie sind schon immer stillos und werden deshalb auch nicht erst mit der Zeit lächerlich. Ein besonders treffender Ausdruck des Endes in der Ethnologie ist das Bild von dem Feuer der Zerstörung alter Kulturen, das den Gegenstand der Ethnologie vernichtet, noch ehe sie alles erforscht hat. Und bei diesem Bild möchte ich etwas verweilen. Es ist ja auch das Bild vom Ende der Ethnologie selbst, denn wenn erst einmal alles niedergebrannt ist, gibt es nichts mehr zu erforschen. Schon für Adolf Bastian 1881 war die Aufnahme der letzten Überlieferungen in einem Wortspiel, Zitat, eine brennendste Zeitfrage. Allerdings, es brennt in allen Ecken und Enden der ethnologischen Welt, brennt hell, lichterloh, in vollster Brunst, es brennt ringsum, groß Feuer und niemand regt eine Hand angesichts des in schreckbar steigenden Progressionen fortschreitenden Verderbens. Die Heiligtümer der Menschheitsgeschichte verloren unwiederbringlich auf immer, solange der Erdplanet sich drehen wird. Und 1893 entwickelte Bastian daraus jenes bekannte Bild von den greisen Traditionsträgern, deren Tod wie der Brand einer Bibliothek ist. Er beklagte das, Zitat, die letzten Träger eines Überlieferungsschatzes auf dem Aussterbeetat zu stehen haben. Mit jedem derselben, wie er in das Grab steigt, vermodert, was in der Erinnerung lebendig sich bewahrt hatte. Und so ist hier ein Totalverlust wichtigster Dokumente für die Menschheitsgeschichte zu verzeichnen, ähnlich wie bei der Katastrophe eines Bibliothekbrandes. Bibliothekbrandes, wenn aus den eingeäscherten Büchern nicht länger herausgelesen werden kann, was sie zu sagen gehabt hätten. Ich zitiere Bastian hier notwendigerweise stark gekürzt,
da seine Sätze die Länge heutiger Vorträge übertreffen. Bastians Ausdrucksweise ist uns heute nicht zuletzt deshalb fremd, weil sie literarisch ist, der Literatur ihrer Zeit nahe. Hölderlin klingt an, vor allem aber Hugo von Hofmannsthal mit seiner Auffassung von Literatur, deren Sprache von der Alltagssprache unterschieden sein soll, ein abgeschlossenes Ganzes bilden soll. Eine in sich geschlossene Kunstwelt mit eigenen Gesetzen. Die Kunst darf keinen äußeren Zwecken, etwa der Unterhaltung oder Informierung, dienen und nicht direkt in die Realität führen. Das ist ein Wandel in der Auffassung vom guten literarischen Stil. 6 Jahrzehnte zuvor, in der Zeit der vorhin von mir genannten Entscheidungen der Königlichen Akademie über die wissenschaftliche Qualität von Aufsätzen, damals war Einfachheit und Verständlichkeit ein literarisches Ideal, das die Akademie in die wissenschaftliche Bewertung aufnahm. Nun, Ende des 19. Jahrhunderts, geht es nicht mehr um Einfachheit, noch weniger um Verständlichkeit, sondern im Gegenteil darum, von der konkreten Verständlichkeit abzuheben, sich abzusondern, so wie bald darauf in der bildenden Kunst nicht mehr die realistische Verständlichkeit zum Ideal wurde, sondern die nicht mehr unmittelbar aus der Alltagserfahrung verständliche Abstraktion. Zahlreiche Fußnoten, 6 Jahrzehnte zuvor ein Ablehnungsgrund, weil sie den Lesefluss störten, wurden nun bei Bastian ein Stilmittel, das den Lesefluss unterbrach, den Leser zwang, langsamer zu lesen und ihm die Hoffnung auf leichtes Verstehen nahm. Das heißt nicht, dass Bastian unter dem direkten Einfluss Hugo von Hofmannsthal gestanden hätte. Dessen wesentliche Schriften erschienen später als diejenigen von Bastian, aus denen ich hier zitiere. Es heißt nur, dass Bastian gegenüber einer literarischen Epoche offen war, für die auch Hugo von Hofmannsthal gesprochen hat. Und zwar einer literarischen Epoche, das macht ihn für heutige Ethnologen so schwergänglich, die eher Papers als Hugo von Hofmannsthal lesen. Es ist allerdings bei Bastian wissenschaftliche Literatur. Nicht die Kunst ist vom Leben getrennt, wie bei Hugo von Hofmannsthal, sondern die Wissenschaft, die deshalb ihre eigenen Formen der Trennung sucht, etwa die Fußnote. Die Verbindung zwischen Kunst und Leben kann der Dichter Hugo von Hofmannsthal nur herstellen durch die dichterische Metapher. Und eben die Metapher ist auch bei Bastian ein Anker in der Realität, etwa die Metapher vom Feuer. Vom letzten Träger eines Überlieferungsschatzes, dessen Wissen Bastian verbrennen sieht, zum alten Traditionalisten, in der literarischen Ausdrucksweise des Schriftstellers Amadou Ampatéba aus Mali ist es nur ein kleiner Schritt. En Afrique, quand un vieillard traditionaliste meurt, c'est une bibliothèque inexploitée qui brûle. So rief Amadou Ampatéba 1960 in der UNESCO aus. Er hätte übrigens besser daran getan, sich ein anderes Forum zu suchen. Von der UNESCO aus, von einer Institution, gerade auch der Entwicklungspolitik aus, erlitt sein Satz eine traurige Geschichte, die bezeichnend ist für das Unverständnis zwischen Entwicklungspolitik einerseits, Literatur und weisen alten Traditionalisten andererseits. Eigentlich lautet die Übersetzung des französischen Zitats: Wenn in Afrika ein traditionalistischer Greis stirbt, dann ist das eine unerforschte Bibliothek, die verbrennt. Aber dass es um den Tod eines alten Traditionalisten geht, passt nicht in den Modernismus der Entwicklungspolitiker, die das Zitat nun einfach abgeändert haben. Und auch, dass es um Forschung geht, etwa um die Ethnologie, die das, was verloren zu gehen droht, durch Forschung retten soll, passt den Entwicklungspolitikern nicht und wird deshalb wegzitiert. So wurde daraus entwicklungspolitisch modernisiert und um das mühselige Ernstnehmen von Traditionalisten erleichtert. Wenn ein alter Mann stirbt, verbrennt eine Bibliothek. Wie auch immer dieses Bild von Amadou Ampatéba, von Adolf Bastian zu Amadou Ampatéba gelangt ist und danach in die Kulturpolitik der Geberländer entstellt wurde, eines ist offenkundig. Bevor die Entwicklungsbildungspolitiker sich des Bildes bemächtigt haben, gab es ein Hin und Her zwischen Literatur und Ethnologie. Ein Einvernehmen seit der beide verbindenden Untergangsstimmung des Fin des Siècles. Eine Spiegelung von Adolf Bastians Feuervernichtung, in der die Weisheit der indigenen Tradition gleichsam das Papier, auf das sie geschrieben wurde, verbrennt oder die letzten Fetzen verkohlt durch die Luft fliegen, liefert Karl May mit einer Wasservernichtung von Papier, übrigens in dem gleichen Jahr 1893, in dem Bastian seinen Vortrag veröffentlichte.
Am Ende von Winnetou 3 beschreibt Karl May, wie er Fetzen des Testamentes von Winnetou rettet, aber eben nur Fetzen. Wie im Bild vom Bibliotheksbrand vor unserem geistigen Auge verkohlte Papierfetzen durch die Luft wirbeln, so bei Karl May durchweichte Papierfetzen durchs Wasser und auch durch die Luft. Da schimmerte es papierweiß von der Mitte des Sees herüber. Sogleich sprang ich ins Wasser und schwamm hinzu. Richtig, es war ein kleiner Fetzen des Testaments. Ich durchquerte die Oberfläche des Sees nach allen Richtungen und fand noch drei andere Schnitzel. Das sind ja nicht die gastronomischen Schnitzel, sondern Papierfetzen im Sinne der Schnitzeljagd. Fand noch drei andere Schnitzel. Diese Überbleibsel des Testaments legte ich dann in die Sonne, um sie trocknen zu lassen. Und als das erfolgt war, versuchte ich, die verwaschenen und zerlaufenen Buchstaben zu entziffern. Einen Zusammenhang konnte das freilich nicht ergeben. Ich las nach langer Anstrengung. Eine Hälfte erhalten, weil Armut, Felsen bersten, Christ, austeilen, keine Rache. Das war alles also fast nichts und doch genug, um wenigstens einen Teil des Inhalts ahnen zu lassen. Ich habe diese kleinen Papierstücke heilig aufgehoben. So verschwand das Testament des Apachen ebenso wie sein Verfasser schwand und die ganze rote Rasse schwinden wird. Wie die Fetzen des Testaments in die Luft gestreut, so halt und ruhelos und fetzenhaft irrt der rote Mann über die weiten Flächen, die einst ihm gehörten. Doch wer zwischen den Gros Ventre Bergen am Mezzofluss vor dem Grabmal des Apachen steht, der sagt, hier liegt Winnetou begraben, ein roter, aber ein großer Mann. Und wenn einst der letzte Fetzen des Testaments in Busch und Wasser vermodert ist, dann wird ein rechtlich denkendes und fühlendes Geschlecht vor den Savannen und Bergen des Westens stehen und sagen, hier ruht die rote Rasse. Sie wurde nicht groß, weil sie nicht groß werden durfte. Übrigens auch das durfte hat wieder eine Parallele zu dem vorherigen Zitat von Bastian, wo die Alten auf den Aussterbeetat gesetzt sein müssen. Literarisch verkleidet enthält diese Stelle das Programm der Ethnologie seit eh. Wie Karl May nach den Fetzen des Testaments, so sucht der Ethnologe nach den zerstreuten Einzelteilen dessen, was das große kulturelle Vermächtnis fast untergegangener Kulturen war. Er setzt die Einzelteile wie in einem Puzzle zusammen, in dem leider viele Teile fehlen. Das war ein Kerngedanke von Adolf Bastian, der bei Karl May gleichsam literarisch verdichtet wird, zu dem Bild der aufgeweichten, zerstreuten Papierfetzen. Und das Zusammensetzen von durch die Wirkung der Zeit unzusammenhängend und damit unverständlich gewordenen Einzelteilen in einem genialen Puzzle ist ja auch ein Kerngedanke noch des Strukturalismus des Lévi-Strauss und natürlich auch der Frankfurter Kulturmorphologischen Schule und Adolf Elgard Jensens. Zitat von Jensen. Wenn die meisten Kulturerscheinungen uns heute in einem Zustand begegnen, der nicht ursprünglich ist und deshalb nur bedingt zu Schlüssen über das Stadium ihrer Entstehung berechtigt, so hängt natürlich alles davon ab, ob es möglich ist, den ursprünglichen Zustand zu rekonstruieren. Kurz bevor die Papierfetzen endgültig dem Wasser und der Zeit zum Opfer gefallen sind, rettet einer noch, was nur noch zu retten ist. Das ist in ein anderes, anschauliches Bild übertragen, das Programm des Ethnologen Bastian aus dem brennenden Haus, das Letzte zu retten. Und es ist das Programm des Schriftstellers Ambatéba, der vor der UNESCO mit Bastians Metapher für die Rettung mündlicher Überlieferungen plädierte. Und Karl May bewahrt das Vermächtnis auf, wie der Ethnologe, wie der Schriftsteller, heilig, damit dermaleinst den verkannten und verleumdeten Gerechtigkeit zuteil werde, deren Ende so viel Wertvolles knickte und abschnitt. Bitte missverstehen Sie mich nicht. Ich sage nicht, dass Lévi-Strauss und Jensen von Karl May beeinflusst sind. Ebenso wenig, wie sich ein direkter Einfluss von Hugo von Hofmannsthal auf Adolf Bastian behaupten lässt. Ich trage hier keine Chronologie der Einflüsse vor. Genauso wenig haben die weiteren Zitate, die ich noch aus der Belletristik bringen will, den Wert von Quellennachweisen der Ethnologie. Ich möchte lediglich auf bestimmte Tendenzen in der Belletristik hinweisen, die in der Ethnologie gleichsam ein Echo finden. Gleichsam ein Echo. Das heißt, wenn wir Texte nebeneinander stellen, zeigen sich verblüffende Parallelen, die das Verständnis der ethnologischen Texte bereichern können. Was aber keine direkte historische Beziehung bedeutet.
Noch einmal zurück zu Karl May. In seinem eben zitierten Text hören wir die Referenz auf das Grab, bei dessen Anblick der Größe der Verschwundenen gedacht wird, die ach vergangen ist. Da klingt schon der verklingende Grabgesang an, den Martin Gusinde in meinem vorherigen Zitat hörte. Und ähnlich wie Karl May vor den Savannen und Bergen des Westens stehen und sagen wird, hier ruht die rote Rasse, ähnlich hört später der Ethnologe Martin Gusinde aus den ewig unruhigen Wellen am Kap Horn den toten Indianer einen verklingenden Grabgesang raufen. Das Motiv des Todes, eines der letzten, der sich verdichtet im Anblick seines Grabes, ist natürlich älter als Karl May. Wir finden es etwa schon in James Fenimore Coopers The Last of the Mohicans, 1826. Die Erzählung endet damit, dass der alte Tamenund sein Volk auffordert, heimzugehen, weil es zu Ende ist. Wobei er von sich selber in der dritten Person spricht, auch für ihn ist es zu Ende. Der Tag ist zu Ende, sein Leben ist zu Ende, die Zeit der Indianer ist zu Ende und die Zeit des Letzten ist zu Ende. It is enough, he said, it is enough. Go, children of the Lenape. The angel of the Manitou is not done. Why should tame none stay? The pale faces are masters of the earth, and the time of the red man has not yet come again. My day has been too long. In the morning I saw the sons of Unamis happy and strong. And yet, before the night has come, have I lived to see the last warrior of the wise race of the Mohicans. Bei Cooper findet sich auch schon das Motiv des Grabspruches oder des schlichten Namens auf dem Grab, der die ganze tragische Erzählung in Geschichte in Erinnerung ruft, so in dessen Erzählung Conanchet oder die Beweinte von Wishtonwish 1829, die mit der Entdeckung eines Grabes aus alter Zeit endet. Des Grabes des tragischen Helden, des indianischen Häuptlings Conanchet, vom mutigen und vergeblich gegen die Weißen kämpfenden Volk der Narragansett. Das Grab befand sich oben auf dem Hügel und war nur durch einen Quaderstein gekennzeichnet, den der Fremde des üppigen Graswuchses wegen bisher übersehen hatte. Er trug lediglich die Inschrift der Narragansett. Mit einem anderen Grabstein endet Coopers Erzählung Die Prairie 1827. Diesmal liegt hier Nathaniel Bampou, kein Indianer, sondern deren Freund, ein alter Trapper. Häuptling de Balafré, selbst schon dem Ende nahe, verkündet den Tod des alten Freundes. The voice of the old Indian seemed a sort of echo from that invisible world to which the meek spirit of the trapper had just departed. A valiant, a just, and a wise warrior has gone on the path which will lead him to the blessed grounds of his people, he said. When the voice of the Wakonda called him, he was ready to answer. Go, my children, remember the just chief of the pale faces. Ein Grabstein wird ihm von den Pawnee-Indianern gesetzt und Häuptling Middleton verfasst die Grabinschrift. The grave was made beneath the shade of some noble oaks. It has been carefully watched to the present hour by the Pawnees of the Loup and is often shown to the traveler and the trader as a spot where a just white man sleeps. In due time, the stone was placed at its head with the simple inscription which the trapper had himself requested. The only liberty taken by Middleton was to add, may no wanton hand ever disturb his remains. Hier wird der melancholische Traum des Ethnologen beschrieben, begraben werden von seinen Indianern. Das Ende der freien indigenen Lebensart, die Bedrohung der Prärie durch die Verwüstungen der Zivilisation, findet ihr Echo im Tod des Freundes, der einstmals freien Bewohner der Prärie. Nathaniel Bampou ist das Idealbild des Ethnologen, sein Trapperleben das Idealbild der Ethnologie, deren Ende demjenigen der von ihm begleiteten roten Freunde auf dem Fuße folgt oder ihm vorangeht. Karl May hingegen, der ja selbst, so berichtet er, in die Prärie reiste, nicht nur der Chronist der Indianer war er, sondern auch selbst ihr mutiger Freund,
Karl May kann im Verlauf der Erzählung nicht selber sterben, denn sonst hätte er ja die Erzählung nicht mehr aufschreiben können. So kann er nur seine roten Freunde sterben lassen, doch mit ihnen stirbt auch ein Teil seines eigenen Herzens. Zuerst, bereits in Winnetou I, stirbt Winnetous Schwester, die stille Nsochi, die von Karl May die Dinge der Weißen hatte lernen wollen, um seine Liebe zu gewinnen. Und eigentlich ist damit schon alles zu Ende. Karl May und Winnetou sind innerlich tot. Doch um des Lesers willen muss es noch zwei Bände weitergehen, bis am Ende von Winnetou III Winnetou stirbt und mit ihm gleichsam sein Volk und auch Karl May nichts mehr schreiben kann. Wieder ist die Grenze zwischen den Weißen und den indigenen Bewohnern der Prärie oder der Wälder letztlich fließend, wenn auch nicht so deutlich wie in der Parallele zwischen dem letzten Mohikaner und dem letzten Trapper Nathaniel Bampou. Bei Cooper deutlicher als bei Karl May ist die Bedrohung der aussterbenden Indianer auch die Bedrohung einer traditionalistischen Lebensart der Weißen, letztlich des Besten der eigenen Kultur. Ich will hier keine genaue Motivgeschichte liefern, wie gesagt, nur an Motive erinnern, die Sie alle kennen. So kennen vermutlich die meisten unter Ihnen den Film »Der mit dem Wolf tanzt«, der in einer langen nordamerikanischen Tradition steht, die aber auch Parallelen in der europäischen Kulturkritik hat. Kevin Costner findet bei den Indianern nicht nur eine andere Kultur, die vom Untergang bedroht ist, sondern auch sich selbst, seine eigene Menschlichkeit, die nicht weniger vom Vorrücken der stupiden Zivilisation bedroht ist. Am Anfang fragt der kindisch-senile Offizier, der ihn in die Prärie reisen lässt, warum er überhaupt dorthin will. Und Kevin Costner antwortet: Ich will den Westen kennenlernen, solange es ihn noch gibt. Schon bevor er ihn erreicht, weiß er also, dass es ihn nicht mehr lange geben wird. Es geht zu Ende. Das fällt ihm ein, angesichts der Stupidität des Offiziers, der die Zukunft des Westens verkörpert, die Dummheit, die Unkultur. Danach erst tanzt er mit dem Wolf und wir wissen, es ist ein letzter Tanz. Noch einmal zurück zum Bastian, zum Bild vom großen Feuer, welches das virtuelle Papier vernichtet, das in den Köpfen der Weisen vorhanden ist. Zur melancholischen Zivilisationskritik geschärft, wird es konkretisiert und umgekehrt von Ray Bradbury 1953, 60 Jahre nach Bastian, 7 Jahre vor Ampateba, in der Dystopie Fahrenheit 451. Eine Dystopie, das heißt eine pessimistische Fortschreibung aktueller Tendenzen, bis zu deren furchtbarer Vollendung. Bei Ray Bradbury, übrigens einem der ethnologischen Autoren der dem Kulturrelativismus nahen nordamerikanischen Science Fiction, bei Ray Bradbury ist es nicht mehr die virtuelle Bibliothek in den Köpfen der Weisen, sondern es sind tatsächlich die Bücher, welche die Weisen lesen, in diesem Fall nordamerikanische Weise. Vermutlich kennen Sie die Geschichte, die später ja auch verfilmt wurde. Ähnlich wie bei Adolf Bastian keine Feuerwehr eine Hand rührt, um das Feuer zu löschen, nur noch schlimmer, ist es bei Ray Bradbury die Feuerwehr selber, die es sich zur Mission gemacht hat, alle Bücher zu verbrennen. Bradburys dichterische Vision beschreibt eine immer kulturloser werdende Welt, in der Fernsehshows und lustige Feuerwehrbrände die Bücher ersetzen. Die Kulturkritik, die hier in den 50er Jahren gleichnishaft formuliert wird, Action gegen Bildung, Ausgrenzung der Gebildeten, die sich strafbar machen, weil sie ihre Bücher nicht der Feuerwehr zum Verbrennen übergeben wollen. Diese Kulturkritik geht uns heute sehr nahe, gerade weil sie im Kulturpessimismus des frühen 20. Jahrhunderts wurzelt, dem die Ethnologie so viel verdankt. Und wie 60 Jahre zuvor bei Adolf Bastian, wie 7 Jahre später bei Ampateba, liegt die einzige Hoffnung im schriftlosen Gedächtnis. Eine Untergrundgruppe hat, solange noch nicht alle Bücher verbrannt waren, möglichst viele gute Literatur auswendig gelernt und jeder identifiziert sich mit einem Autor, den er auswendig kann. Möchtest du bei Gelegenheit einmal Platos Staat lesen? Ich bin Platos Staat. Möchtest du Marc Aurel lesen? Simmons ist Marc Aurel. Darf ich vorstellen, Jonathan Swift, der Verfasser dieses garstigen politischen Traktats Gullivers Reisen. Und hier ist Charles Darwin und hier ist Schopenhauer. Das, was in der Ethnologie und in der afrikanischen Literatur am Anfang gesehen wird, die Weisheit in den Köpfen, die das aufbewahrt, was bei uns die Bücher aufbewahren,
Das kehrt in der nordamerikanischen Apokalypse am Ende wieder. Menschen, die Weisheit in den Köpfen aufbewahren, die das Bücherfeuer überleben und die nun am Ende durch die atomare Apokalypse gefährdet sind. Diese Gefährdung ist ein Produkt eben der gleichen europäischen Entwicklung, die am Ende nun sich selbst, die europäische Entwicklung, gefährdet. Schmidt angerichtet hat, die Forschung verunmöglicht. In den ersten Tagen der Entdeckung stand sich noch alles zu fremd gegenüber. Zu fremd, als dass die Ethnologie schon hätte tiefer eindringen können. Dafür musste erst Europa die fremde Welt zivilisatorisch erschließen. Erst allmählich öffneten sich in Vermehrung der Berührungspunkte die Wege geistigen Verkehrs. Damit war der Eintritt gegeben und damit war es dann zu spät. Denn der Eintritt der Europäer war das Ende der Tradition. Interessanterweise zitiert der Südseeforscher Adolf Bastian an dieser Stelle einen anderen Südseeforscher, und zwar gerade einen, der eher ein Dichter als ein Wissenschaftler war. Genauer, der die Grenze zwischen Wissenschaftler und Dichter nicht zog, nicht kannte, Adelbert von Chamisso. Bastian zitiert Chamisso, er knüpft seine Sorge, das Ende der fremden Kulturen sei gekommen, ehe ihre Erforschung richtig begonnen habe, an die Beobachtung des Dichters. Schon bei Chamisso klingt an, dass versäumt wird, die Überlieferungen, die in der Erinnerung der Alten schriftlos weiterlebten, aufzuschreiben, bevor diese Alten sterben. Allerdings verwendet Chamisso noch nicht das Bild von der brennenden Bibliothek, das ich erst bei Bastian gefunden habe. Chamisso beklagt 1837, dass die christliche Mission auf Hawaii zwar viele Schriften verfasst hat, aber, Zitat, keine einzige, die dem Zwecke gewidmet ist, das altertümlich-volkstümliche dieses Menschenstammes in der Erinnerung festzuhalten, wenn der Fortgang der Geschichte das Alte vor der aufgehenden neuen Zeit dem Untergang weiht. Alle Schlüssel zu einem der wichtigsten Rätsel, welche die Geschichte des Menschengeschlechts an seinen Wanderungen auf der Erde darbietet, werden von uns selbst in der Stunde, wo sie in unsere Hände gegeben sind, in das Meer der Vergessenheit versenkt. Chamisso spricht von der Mission, die durch ihr Christianisierungswerk die alten Mythen zerstört, um die es dem Dichter und Forscher geht. Aber er spricht in der Wir-Form. Er sieht das Missionswerk als Teil des Ansturms, zu dem auch der Forscher gehört. Der globalisierende Fortschritt, der der Ethnologie ihren Gegenstand wegnimmt, indem er die Fremden uns angleicht, diese Art des Endes der Ethnologie ist ein Thema der Ethnologie seit je. Wir finden es wieder beispielsweise bei Claude Lévi-Strauss, literarisch in den traurigen Tropen, wissenschaftspolitisch engagiert bei der UNESCO 1961, ein Jahr nach der UNESCO-Rede von Ambatiba. Lévi-Strauss möchte gar nicht mehr Uraltes retten, das sich unverändert bis heute erhalten hätte und nun unter dem Ansturm der Zivilisation verloren gehe. Er glaubt nicht an das unveränderliche Alter der sozialen und kulturellen Ausprägungen, sondern er interessiert sich für sie gerade deshalb, weil sie sich immer neu verändern. Aber das Paradox, dass gerade unser Interesse für die anderen, deren Kulturen an uns angleicht und damit für uns uninteressant macht und die Ethnologie arbeitslos, dieses Paradox beschreibt auch er, auch wenn es nun ein anderes Interesse ist, nämlich nicht mehr das am Uralten, sondern das am Wandel. Zitat, gerade diese Wandlungen, die auf theoretischem Gebiet unser Interesse für die Primitiven wecken, Primitive in Anführungszeichen ist nicht von mir, sondern von Lévi-Strauss und auch den in Anführungszeichen, sind es, die auch ihr Verschwinden verursachen. Im gleichen Jahr 1961 und wiederum für die UNESCO überarbeitet Lévi-Strauss einen älteren Text, in dem er die Janusköpfigkeit, Double Sens des Fortschritts beschreibt. Der Fortschritt braucht und erzeugt das Bündnis zwischen den Kulturen. Das ist ein typischer UNESCO-Satz und ganz im Sinne der UNESCO, nahe an den Reden der Politiker in dem, was man später den Nord-Süd-Dialog nennen wird und was nur Stammtischpolitiker als Sonntagsreden bezeichnen mögen. Ganz im Sinne des politisch korrekten Kulturpluralismus der UNESCO fügt Lévi-Strauss hinzu, dass dieses Bündnis der Kulturen umso fruchtbarer ist,
je verschiedener die sich verbindenden Kulturen sind und sich achten. Doch Lévi-Strauss wäre nicht Lévi-Strauss, der Ethnologe wäre kein Ethnologe, wenn er es bei solchem interkulturellen Dialogoptimismus beließe und nicht ein bisschen Salz ethnologischer Freude am Paradox und an der Traurigkeit in die Suppe streuen würde. Das Paradox ist, dass durch eben diese Versöhnung der Kulturen, deren Differenz geringer wird, das heißt, dass sie als eigene Differente sterben. Eben ihr Fortschritt ist ihr Ende. Und das ist, so wehmütig auch Lévi-Strauss, das ist auch das drohende Ende der Ethnologie. Mit dem multikulturellen Regenbogen der UNESCO, der nur ein flüchtiger Moment sein kann, versinkt auch die Ethnologie, die selbst mit zu den Totengräbern gehört. Lévi-Strauss meint zwar allgemein die westliche Zivilisation, aber er spricht in der Wir-Form, wie einst schon Chamisso. Lorsque l'arc en ciel des cultures humaines aura fini de s'abîmer dans le vide creusé par notre fureur, adieu sauvage, adieu voyage. Lévi-Strauss erwähne ich hier als kurzen Hinweis darauf, dass die Melancholie des Endes keineswegs nur ein Sonderweg der deutschen Ethnologie ist. Der Unterschied zwischen westeuropäischer und deutsch-österreichischer Ethnologie hinsichtlich des Endes liegt wohl eher darin, auch hier will ich ein Thema nur anreißen, liegt wohl eher darin, dass in Westeuropa das Ende von außen kommt, in Mitteleuropa, in der Ethnologie seit der Wende zum 20. Jahrhundert von innen. Wenn Lévi-Strauss die Wandlungen, die das Verschwinden der anderen Kulturen verursachen, nämlich der Versöhnung der Kulturen in einer Weltzivilisation nennt, als gerade diese Wandlungen, die auf theoretischem Gebiet unser Interesse für die Primitiven in Anführungszeichen, oder nicht ich habe das gesagt, sondern Lévi-Strauss nur in Anführungszeichen, für die Primitiven wecken, dann bekennt er damit sein Interesse für das, was zu seiner Zeit gerne noch Akkulturation genannt wurde und heute Globalisierung, also für den von außen eingeführten Wandel. Wenn hingegen Eike Haverland in der zufällig ersten Publikation, die ich von ihm einst gelesen habe, genauer einer Zusammenfassung eines Interviews mit ihm im Wiesbadener Tagblatt 1963 unter dem Titel »Auf Neuguinea herrscht die Lethargie« beschreibt, wie er das Ende einer großartigen Kultur erlebte, so klingt durch, dass diese großartige Kultur nicht nur an Kolonialismus und Mission, sondern auch gleichsam an Altersüberdruss gestorben ist, eben an einer alterstypischen Lethargie. Es ist bei Haverland die Melancholie des unvermeidlichen Endes jeder Kultur, die ja der Frankfurter Kulturmorphologischen Schule ihre poetischsten, traurigsten Züge verliehen hat. Bernhard Streck sucht als Ursache der Traurigkeit, dass diese Schule, Zitat, in einem Milieu des exorbitanten Scheiterns gedieh, Scheitern des deutschen Imperialismus und des Ersten Weltkriegs, des deutschen Millenarismus und des Zweiten Weltkriegs. Doch scheint es mir nicht nur das Gefühl des Scheiterns zu sein, das hier spezifisch für die deutsche Ethnologie ist, eher vielmehr der historische Ansatz, der eine Kultur aus sich heraus einen Weg nehmen und endlich scheitern lässt, vom Aufstieg zum Niedergang. Lévi-Straussens traurige Tropen sind nicht fröhlicher und nicht weniger ein Gesang an das Scheitern. Und auch Bastians Resignation vor dem Paradox ist nicht fröhlicher, obgleich aus einer ganz anderen, triumphalistischeren Zeit. Gewiss, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden die Gründe, die man für Melancholie finden konnte, zahlreicher und schrecklicher. Die Ethnologie konnte in dieser Zeit intensiver zum Einklang mit dem Zeitgeist der Literatur gelangen. Stefan Zweigs Rückblick eines Kindes des alten Europa auf den Untergang einer Welt etwa greift, ohne dies zu beabsichtigen, das einstmals nur ethnologische Motiv der brennenden Bibliothek auf, weil das nun von der Metapher zur Realität geworden ist. Ich bin in einem großen und mächtigen Kaiserreich geboren, in der Monarchie der Habsburger, aber man suche sie nicht auf der Karte. Sie ist weggewaschen, ohne Spur. Ich bin aufgewachsen in Wien, der 2000-jährigen übernationalen Metropole, und habe sie wie ein Verbrecher verlassen müssen, ehe sie degradiert wurde zu einer deutschen Provinzstadt. Mein literarisches Werk ist in der Sprache, in der ich es geschrieben, zu Asche gebrannt worden. Wider meinen Willen bin ich Zeuge geworden der furchtbarsten Niederlage der Vernunft
und des wildesten Triumphes der Brutalität. Dieser Text ist gewiss nur in seinem zeitgeschichtlichen Rahmen zu verstehen und auch nur im Zusammenhang der individuellen Biografie seines Autors, der kurz darauf den Freitod wählte. Aber gleichzeitig ist er halt nicht nur ein Zeitdokument, sondern auch ein zeitloses Werk der Weltliteratur. In ähnlicher Weise wäre es, fände ich, eine Reduktion, eine Zähmung durch Historisierung, wenn wir die Gedanken der Frankfurter Kulturmorphologischen Schule nur aus ihrem zeitlichen Zusammenhang, nur als Folge der deutschen Niederlagen abtun wollten. Diese Gedanken sind älter und jünger. Das Bild von der brennenden Bibliothek findet sich schon vor der deutschen Bücherverbrennung bei Bastian 1893 und es klingt erneut an oder kehrt wieder Jahre danach, 1953 und 1961, bei den von der deutschen Niederlage sicher nicht erschütterten Schriftstellern Ray Bradbury und Amadou Ampatiba. Die Erzählung vom Ende, das alle Kulturen früher oder später überkommt, gleich einem alten Mann, der seinem Ende nicht ausweichen kann, ist eine literarische Erzählung, ein Gleichnis. Und ich glaube, man kommt ihr näher, wenn man sie auch so versteht, als ein literarisches Gleichnis. Wenn ich sage, die Ethnologie hat literarische Qualitäten, so meine ich mit literarisch vor allem zwei Eigenarten der Belletristik. Erstens, das Bemühen um einen guten Stil, wobei gut natürlich im Wandel der literarischen und ethnologischen Epochen unterschiedlich klingt. Zweitens, die Bündelung komplexer Zusammenhänge in Bildern, wie dem Bild vom brennenden Haus, und darüber hinaus das Aneinanderreihen von Bildern in einer Erzählung, die nicht die Realität ist, sondern sie abbildet, in einem Gleichnis. Als wie in einem Brennglas, in dem sich Realität verdichtet und einen neuen Sinn bekommt. Mit den Gleichnissen und deren Verständnis in der Wissenschaft ist es nun aber so eine Sache. Im 18. Jahrhundert erdichteten Autoren der Aufklärung Gleichniserzählungen, um den Gang der Weltgeschichte und der Menschheit in kurze, prägnante Formeln zu fassen. Bekannt ist etwa die Geschichte von dem Menschen, der als Erster einen Zaun zog und so das Privateigentum erfand und so der menschlichen Entwicklung eine Wende zum Unfrieden gab, weil die Leute sich dann um das Setzen der Zäune stritten. Man hätte diesen Menschen, sagte Rousseau, erschlagen müssen. Was Rousseau damit meinte, war eine Kritik des Privateigentums als Triebkraft von Zwist. Er meinte damit sicher nicht, dass die Geschichte genauso abgelaufen ist und dass man den Frieden auf Erden hätte erhalten können, hätte man den Erfinder des Zauns rechtzeitig erschlagen. Das war für ihn keine historische Rekonstruktion, sondern eine Gleichniserzählung, denn er war ein Schriftsteller. Im 19. Jahrhundert begann man dann, diese Gleichniserzählung mit der historischen Realität zu verwechseln. Karl Marx nahm das literarische Gleichnis von der Urgesellschaft ganz wörtlich und seine Epigonen bemühten sich dann im 20. Jahrhundert in der deutschen Ethnologie, etwa Irmgard Zellnow, die einzelnen Phasen der historischen Entwicklung vom ersten Zaun bis zum Kapitalismus in periodisierenden Tafeln wörtlich zu rekonstruieren. In der gleichen Zeit, in der man in der gleichen Gegend wie Irmgard Zellnow diejenigen, die Zäune besaßen, zu erschlagen versuchte. Natürlich war es dann leichtes Spiel, solche Konkretisierungen dichterischer Bilder zu historischer Realität als historischem Unsinn zu entlarven. Die Fakten stimmten nicht, konnten das auch gar nicht, denn ein Gleichnis ist nie eine historische Realität, sondern eben ein Gleichnis. In ähnlicher Weise konnten auch die Fakten etwa der Frankfurter Kulturmorphologischen Schule nicht stimmen. Die Sache ist hier allerdings etwas komplizierter als bei Rousseau, denn die Ethnologen, die den Rhythmus von Aufstieg und Niedergang jeder Kultur beschrieben, suchten dabei sehr wohl historische Fakten, an die sie selbst durchaus glaubten. Jedoch blitzen gerade auch bei Jensen, der uns heutige durch enzyklopädisch umfassende Versuche langweilt, Fakten über Fakten zusammenzutragen und aus ihnen eine historische Realität zu rekonstruieren, auch bei Jensen blitzen immer wieder einmal Anmerkungen auf, die doch ahnen lassen, dass es ihm mehr um die großen Linien einer Entwicklung ging,
von der er sehr wohl wusste, dass sie keineswegs beweisbar war und die ihm mehr als eine hermeneutische Annäherung an das Unverständliche plausibel erschien, denn als historische Realität. Immer wieder einmal finden wir bei ihm Sätze wie, ich greife einen heraus, dieser Gedankengang, Jensens eigener Gedankengang, konnte nur als eine Vermutung vorgetragen werden, die aus den Ideen selbst abgeleitet wurde, ohne zu versuchen, sie durch Material zu belegen. Jensen wusste offenbar sehr genau, dass er nicht mit Fakten arbeitete, zumal seine Hauptquelle ja gar nicht Fakten, sondern Mythen waren, in deren Interpretation Mythenerzähler und Ethnologe in einem alles andere als faktenbezogenen Dialog standen. Jensen hat sich auch sehr deutlich von der Faktenhistorie distanziert. Er unterscheidet auf der einen Seite eine, Zitat, Chronologie derjenigen Kulturschichten, die man mit den verschiedensten Hilfsmitteln festgestellt zu haben scheint. Die Bemühungen um eine Antwort auf diese Frage ist aber nicht der Gegenstand dieser Untersuchung. Und auf der anderen Seite die Frage, Zitat, nach dem Sinn der uns entgegentretenden Erscheinungen, das heißt das Bemühen um Verständnis für sie. Nur dieser Frage sind die folgenden Ausführungen gewidmet. Jensens Geschichtsauffassung lässt sich womöglich besser verstehen, wenn wir sie mit dem Prinzip Geschichte als Dichtung des Weltgeistes in Verbindung bringen. Die Formulierung Geschichte als Dichtung ist ein Wanderzitat, das bei verschiedenen Schriftstellern des 20. Jahrhunderts wiederkehrt. Geschichte als Dichtung des Weltgeistes ist die Formulierung von Stefan Zweig. Zitat, die Geschichte ist nicht ununterbrochen Dichterin, sie ist meist nur Chronistin, Tatsachenreferentin. Nur ganz selten hat sie solche sublime Augenblicke. Manchmal treten innerhalb der Geschichte einzelne Episoden, Menschen und Epochen uns entgegen, in solcher Höchstspannung, in so dramatischer Fertigbildung, dass sie als Kunstwerk unübertrefflich sind und in ihnen die Geschichte als Dichtung des Weltgeistes, die Dichtung aller Dichter und jeden irdischen Geist beschämt. Der Dichter Stefan Zweig macht es sich zur Aufgabe, diese Momente zu erfassen und getreulich wiederzugeben. Ein bisschen ähnlich, ist die Auffassung von den großen mythischen Momenten bei dem Ethnologen Jensen. Die Mythen fassen in größter Dichte kurze historische Momente zusammen. Die Tötung von Heino Wehle etwa. Jensen glaubt natürlich nicht, dass Heino Wehle eine historische Figur gewesen sein muss, vielleicht hat sie nie gelebt. Aber die Erschütterung, die sich in der Mythe ausdrückt, der kurze historische Moment, in dem Menschen etwas von der Natur und von sich selbst verstanden haben und davon ergriffen wurden, das war ein historischer, realer Moment, der sich in einer Mythe niederschlug, die, um es mit Stefan Zweig zu sagen, einen Moment festhielt in so dramatischer Fertigbildung, dass sie als Kunstwerk unübertrefflich ist und in ihr die Geschichte als Dichtung des Weltgeistes, die Dichtung aller Dichter und jeden irdischen Geist beschämt. Und von diesem Moment her bekommt für Jensen das scheinbar unzusammenhängende Wirre der mythischen Erinnerungen, der zerstreuten ethnografischen Beispiele einen Zusammenhang und einen Sinn. Zitat Jensen, als Maßstab dient uns dabei die Sinnbezogenheit des einzelnen Beispiels auf ein übergeordnetes Ganzes, mit dem Ergebnis, dass eine Reihe von kultischen Handlungen, die wir bisher von völlig getrennt voneinander und als unabhängige Erscheinungen haben betrachten müssen, von diesem Weltbild her zu einer Einheit verschmelzen. Die Mythen erlauben uns also, über einen großen mythischen Moment zu einem vergessenen Sinn der Geschichte zurückzufinden. Etwas ähnlich wie Stefan Zweig über einzelne erzählerisch gestaltete historische Momente, herausragende Augenblicke der Geschichte zum Sinn der scheinbar wirren und unzusammenhängenden Geschichte findet. Der Dichter Karl Krolo findet in seinem Gedichtband Herodot oder Der Beginn von Geschichte, entstanden 1982, aber Karl Krolo ist eigentlich ein Mann der 50er Jahre, ein Zeitgenosse Jensens. Er findet dort das Idealmuster von der Geschichte als Dichtung in Herodot, der mithilfe des Mythos aus der grausamen Sinnlosigkeit der Geschichte einen Sinn konstruiert. Und es ist ja sehr schön, dass auch die Ethnologie sich Herodot zum Urvater genommen hat. Karl Krolo teilt mit vielen seiner Zeit und eben auch mit vielen Ethnologen die Verzweiflung an der Geschichte, die im Unglück endet. So wie er es 1951 in seiner Vision von Anfang und Ende der Geschichte in dem Gedicht Historie ausdrückt. Männer trugen über dem Platz eine Fahne. Da brachen Zentauren aus dem Gestrüpp und zertrampelten ihr Tuch.
und Geschichte konnte beginnen. Melancholische Staaten zerfielen an Straßenecken. Redner hielten sich mit Bulldoggen bereit und die jüngeren Frauen schminkten sich für die Stärkeren. Unaufhörlich stritten Stimmen in der Luft, obwohl sich die mythologischen Wesen längst zurückgezogen hatten. Übrig bleibt schließlich die Hand, die sich um eine Kehle legt. Das Ende der Geschichte ist heute. Der Herodotus Calcrollo wünscht sich daraus fort. Genozid ist ein spätes Wort für nichts Neues. Die Totschläger anonym gehen nun mit empfindlichen Apparaten an ihr Werk. Ihm bleibt nur die poetische Mythisierung, die Geschichte anders verstehen lässt. Aber nur für einen flüchtigen poetischen Moment erscheint alles ganz klar. Man hebt das Wunder auf. Es ist leicht, ein lesbarer Zettel, der nur in diesem Augenblick stimmt, indem man sich nach ihm bückt. Vor diesem Hintergrund lässt sich, vermute ich, auch Adolf Ellegard Jensen auf eigene Weise verstehen. Bernhard Streck und Karl-Heinz Kohl haben seine Erschütterung durch eine heillose Zeit beschrieben. Und wie eine Beschwörung einer besseren Zeit oder außerhalb der Zeit klingt es, wenn Jensen von Verirrungen des Tötens in irgendeiner Zeit, Zitat, in irgendeiner Zeit spricht, mit denen er scheinbar nur entmythisierte Pflanzergesellschaften meint. Zitat, die tatsächliche Ausführung der Tötung wirkt wie eine Hypertrophie, in irgendeiner Zeit durch wilde religiöse Eiferer hervorgerufen, die die zugrunde liegende Idee unerbittlich und rationalistisch bis zu ihrem äußersten Ende verfolgt haben. Dem setzt Jensen die Rückbesinnung auf den Mythos entgegen, wobei er, wie er wohl weiß, keine Fakten hat, sondern nur seinen mythischen Trost. Er versucht, unzusammenhängende und oft schreckliche Dinge nicht zu leugnen, aber einen besseren Mythos zu zeigen. In seiner heillosen, unmythischen Zeit ist der Mythos verloren und man muss sich erst wieder danach bücken, damit er für einen kurzen Augenblick wieder stimmt, damit die wenigen Fetzen von Winnetous Testament wieder zusammenfügen. Man muss sie zusammenfügen, damit alles doch noch einen Sinn ergibt. Zitat Jensen: Wenn das Licht einer Idee verloschen ist, so lösen sich die ursprünglich zu ihr gehörenden Gestaltungen aus dem Zusammenhang und erlöschen oder bleiben als einzelne oder losgelöste Erscheinungen menschlicher Kultur bestehen. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist also hauptsächlich darin zu sehen, dass versucht wurde, an dem Beispiel weniger Völker die einheitliche Idee ihres Weltbildes zu rekonstruieren. So wie Karl May mit den wenigen Fetzen von Winnetous Testament. Auch wenn bei dieser Unternehmung Fakten sorgfältig gesucht werden, ist deren Zusammenstellung doch nicht Sache des Beweises, sondern der Geschichte als Dichtung. Und es sollte doch nachdenklich stimmen, dass die Erforschung von Mythen bis heute die wichtigsten Ergebnisse dort gebracht hat, wo sie ganz nah bei der Literatur und beim literarischen Gleichnis war. Die Mythe als ein Gleichnis der Welt, die wissenschaftliche Erzählung als ein Gleichnis der Welt und der Geschichte, beide treffen sich in der Begegnung des Mythenerzählers und des Ethnologen. Erst Eike Haberland wischte dann Jensens Gleichnisse mit dem Hinweis auf Fakten hinweg, die wichtiger als Mythen seien, und setzte an die Stelle von Jensens mythischer Hermeneutik die historische Faktenforschung, was ihn nicht daran gehindert hat, das Ende in Lethargie zu fürchten. Nur konnte er sich nicht mehr mit dem Mythos trösten. Am Ende noch einmal zurück zum Ende. Das ist eine melancholische Metapher, gewiss. Sie ist nicht fortschrittstriumphalistisch, sie ist nicht kulturdialogoptimistisch. Aber die Ethnologie hat, meine ich, ohnehin keine Begabung zum Fortschrittstriumphalismus und zum Kulturdialogoptimismus. Überlassen wir das doch lieber denjenigen, die sich gerne als Erfolgsgeschichte verstehen. Der Unterschied zwischen der Ethnologie und den Optimisten der Zukunfts- und Dialogforschung erscheint mir ein bisschen so, um in guter ethnologischer Tradition eine Metapher zu bringen, wie der Unterschied zwischen dem Highschool-Schüler, der ein Muskelpaket im Football voranbrüllt und immer fröhlich ist, und dem, der Gedichte und Philosophie liest und oft traurig ist. Natürlich kriegt der Footballheld alle Mädchen und der Philosoph nicht. Aber ich bin lieber der traurige Philosoph. Denn dem Footballhelden laufen am Ende die Mädchen doch wieder weg, zumindest die Klugen,
weil sie sein dauerndes optimistisches Grinsen nicht mehr aushalten. Ich hingegen kriege zwar vielleicht nicht das dümmste Mädchen mit dem meisten Geld, aber eines, mit dem ich mich unterhalten kann. Vielen Dank.